Ja, dich erwischt. Bravo. Also, wenn ihr alle soweit seid. Ja, nein. Vielleicht. Vielleicht, mal gucken. Duell? Nein. Wir starten das Let's Play mit einem Duell. Vergesst es, ey. Erst recht nicht, wenn Quascha dabei ist. Das ist unfair. Egal welches Spiel man spielt, man sollte es lassen, gegen Quascha zu spielen. Ach, das geht schon. Wahrscheinlich selbst wenn man Pong miteinander spielt, findet er wahrscheinlich irgendwie einen komplett nervigen Block, der irgendwie den Ball auf äußerst penetrante Weise zurückschleudert. Bong, ping, bong, ping. Okay. Und damit willkommen zum zweiten DLC nach Zombie Island of Dr. Net. Nun kommt The Secret Armory of General Nox. Und ja, mal wieder mit den gleichen Gesichtern vom letzten Mal. Ich muss euch alle enttäuschen, wenn sich viel Hoffnung gemacht haben, dass sie hübscher geworden sind. Das macht das Alte. Das wird noch immer schlimmer. Nicht mal du bist hübscher geworden, also von daher. Nicht mal ich. Also. Aber ja, mal wieder Kabu, mal wieder Yoshi, mal wieder Quascha. Und alle schalten ab. Oh. Und alle schalten. Und nun schon wieder. Das kann ja was Halteres werden. Immer noch die gleichen Vögelchen. Als ich Utwin gehört habe, habe ich abgeschalten. ja, und immer noch die gleichen Klassen. Yoshi immer noch mit seinem Soldaten. Quasi immer noch mit seiner Sirene. Kurze Anmerkung: Ich habe umgeskillt. Man sieht jetzt des Öfteren mal diese, diese lustigen, sehr seltsam fliegenden. Ja, das sind Supply-Kisten, die bringen einem Vorräte vorbei. Irgendwann mal, wenn sie dich irgendwann wenn sie einen mal erreichen, ja. Gut, wenn wir alle zu viert hinter dem Geschütz kuscheln, dann kriegen wir schon alle. Ja, vor allem, wir werden jetzt anfangen, hier richtig konsequentes Teamplaying zu betreiben, ne? nicht jeder in eine Richtung rennen, ohne Deckung irgendwo blöd rumstehen. Wir werden koordiniert arbeiten. Irgendwo muss der Schwierigkeitsgrad doch herkommen. Ach so, für wie viele Minuten soll das jetzt funktionieren? Aber okay, ich würde mal sagen, wir starten, oder? Okay. Na klar. Will einer ein Bier? Gerne. Okay. Reich rüber. Ja, beantwortet, es war glaube ich, was Tartarus oder T-Bone? T-Bone. T-Bone war's, okay. Okay, Tartarus ist dann wahrscheinlich Claptrap-Dingensbums. Jupp. Okay. Nicht flambieren! Dann geht's los! Heißes auf und davon. Bier. Willst du ein kühles Blondes oder was? Pfff. Landstreiche. Jau. Das geht ziemlich lange. Ich würde mal sagen, ruhig. Pandora, ein Planet, der einst nur Frieden und Wohlstand kannte, unter der überaus weisen und gerechten Führung der Atlas Corporation. Aber es gab Elemente, die unser perfektes Glück stören wollten. Diebe und Mörder, Perverse und Halunken. Der gesetzlose Pöbel überzog Pandora mit unerhörter Gewalt, wie sie seit Urzeiten nicht mehr denkbar gewesen wäre. Aber gemeinsam werden wir nicht untergehen. Atlas hat euch nicht vergessen. Wir kommen wieder und werden Ordnung und Sicherheit auf eurem Planeten wiederherstellen. Wenn es soweit ist, bauen wir die Städte. Shit. Mein ganzes Leben habe ich diese schmutzigen Lügen gefressen, die sie sich in ihrer Gier ausgedacht haben. Aber jetzt ist Schluss damit. Atlas kennt hier nur zwei Ziele, Macht und Vergeltung. Und die Reihenfolge ist denen egal. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Die Belohnung auf deinen Kopf ist so hoch wie auf meinen. Das alleine sollte Grund genug sein, dich nur anzuschließen. Aber falls dir das nicht reicht und die Gier mit dir durchgeht, du bekommst Zugriff auf ihre Waffen. Ihr gesamtes Invasionsarsenal gehört dir. Muni! Du musst sofort reden, aber ich fürchte meine Sicherheit. Du musst leider einen kurzen Umweg machen. Sprich mit dem Mechaniker. Er weiß, wo du mich findest. Aber Vorsicht! Rühr ihn nicht an, wenn du je wieder mit der Hand essen willst. Ich mach andere Sachen mit den Händen. Eben.
Suche Scooter auf, alles klar. Effina, dachte ich es mir doch gleich schon, als ich das Intro gehört habe. Dachte ich mir, ist es Effina? Tatsache. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich kenne nämlich, ab hier ist es nämlich für mich blind, weil Zombie Island kann ich noch ein bisschen. Die anderen DLCs kenne ich nicht. Und ich kenne Effina halt aus The Pre-Sequel. Von daher bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ja, und wie man gesehen hatte, wir waren auch dabei bei der Endschlacht. Ja, alle vier. Ihr zwei wart zwar gar nicht dabei, aber ihr würdet einfach mal dazu geschnitten. Nee, wir waren dabei. Wir haben eigentlich die ganze Arbeit gemacht. Verfluchtes Photoshop. Ey, hier haben wir... hier gibt's auch schon geil. Solche Fahndungsplakate wie... Wie in zwei. Okay. Irgendwie sieht man... Komischerweise, warum ist auf Brick das meiste? Eigentlich sind die Sirenen doch am wertvollsten normalerweise. Ja, aber vielleicht... Das ist ja auch der ganze Ocker. Roland sieht man gar nicht. Das ist wahrscheinlich alles Witch. Null. Naja, ja, die Sache ist ja die, bei der Sirene ist halt Tittenbonus abgezogen also worden. Also hier wusste man aber glaube ich noch nicht, dass es eine Sirene ist, kann das sein? Hier steht nur irgendwas mit Witchcraft, das heißt aber nicht Sirene. Halt nur ja. Naja, eigentlich ja schon. Ja, eigentlich, aber naja. Ich meine, so ein normaler Mensch. Wie bin ich eigentlich wert? Das sind nur Nullen. Ja, das sind genauso viel. Mehr ist es auch gar nicht. Brauchst du keine Hoffnung zu machen oder so. Aber hier sind noch ein paar einzelne Plakate. Aber irgendwie ist der Roland nicht mehr mit dabei. Irgendwie. Würde hier sagen, sind noch mehrere Fahndungsdinger. Okay. Dann gucken wir mal, wo sind wir überhaupt. Ja, genau da. Oh, Fahrzeuge. Ganz hübsche Basis. Oha. Was haben neue da? Fahrzeuge gibt es hier doch, glaube ich, auch, oder? War da nicht was? Mhm. Cool. Aber erstmal mit Scooter reden. Wo ist denn der? Es gibt aber nicht das Standardfahrzeug. Standardfahrzeug gibt's hier nicht. Ja, leck mich nicht doch. Direkt. Ich nicht gedacht, dass ich dich dummen Arsch noch mal wiedersehe. Hast du wirklich die Kammer geöffnet? Hat sich dieser Stil jetzt endlich mal ausgezogen? Ich will alles wissen. Du ganz unbeteiligt, ich muss dir was sagen. Ich werde einen Code benutzen und ich hoffe, dein Glück reicht aus, um mir zu folgen. Deine Freundin hat mich beauftragt. Wenn du vorbeikommst, soll ich dich zu Moxie schicken. Falls du verstehst, was ich meine. Ohne fahrbaren Untersatz geht hier gar nichts, Junge. Vielleicht auch Mädel. Ich habe was Neues in der Pipeline, aber das Boost ist nicht ganz gut. Einfach über alles. Allerdings, Geld gibt es nicht. Wir wissen langsam, dass du eine Schockwaffe hast, Quasche. Irgendwann ist die Botschaft auch bei den Blinden und Tauben rübergekommen. Und die Kugeln prallen auf den Kopf. Was? Schockkontakt, apropos. Ah, nee, die ist schlechter. Okay, erstmal abliefern bei Scooter, genau. Ja. Erstmal hier hinten ein bisschen Munikisten aufmachen. Vielleicht findet man ja Iridium Hammer hier noch gar nicht. Den Monster Dampf machen. Neues Fahrzeug fertigstellen. Turbolader. Was ist denn das für eine scheiß Kleptrap-Stimme? Warum haben sie die geändert? Okay, ah, ja. Doch ein X372 Turbolader, aber nicht den 373er. Da gab's eine Rückrufaktion, weil jemand lebendig verbrannt ist. Und einen großen Tank voll Nitro und eines von diesen schicken Abgas-Dingsbums-Dingern. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber hatte Claptrap bei euch auch so eine komische Stimme auf einmal? Ja, er hatte bei mir nicht mal gesprochen. Ja, bei mir hat er auch nicht gesprochen, aber er hat bei diesen Durchsagen, dass irgendwo Missionen sind, hat er eine andere Stimme. Mehr. Wo sonst, wenn man in seiner Nähe ist, hat er sich später. Oh, okay. Was machen wir gerade hier oben? Keine Ahnung. Frage, wo müssen wir überhaupt hin? Ich bin jetzt dorthin, wo Capo gerade war. Das ist an sich eigentlich immer ein Fehler. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Weil du das immer machst. Ich glaube hier. Ja, da unten lang. Oh, warte mal, da ist wieder Roland. Ja, Roland ist genauso teuer wie die anderen. Teuer. Ja. Das sind keine Fahndungsplakate, das sind so, so Kaufangebote. No. Ah, da. Da haben wir was. Eins. Geil, das ist ein Monster. Das wird der Hammer. Das ist meins. Das wird Hammer. Ist doch irgendwas nicht deins? Die da. Die SMG. Könnt ihr ruhig. Kiste öffnen, das ist meins. Kiste öffnen, das ist auch meins. Warte mal, ich hab die Kiste geöffnet. Ist
Ich hab die Kiste geöffnet. Ich bin ein Held. Werden mich alle feiern in meiner Heimat. Lastkraftwagenfahrer. Ja, ja. Da lang. Da. Der Lachgastank. Oh, da unten. Oh. Lachgas. Und als drittes, woher kommst du überhaupt? Aus Puff? Da kommt was angeflogen. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ich glaube, das ist eins unserer Teile. Oh, Lance-Assassinen. Knallharte Lance-Assassinen. Knallharte. Au. Gibt's den ersten Kampf? Wurde eine Omega-Sensu-Order gegen dich erlassen. Es werden 5 Teams gebildet, um den Erfolg der Aktion zu gewährleisten. Das war das erste. Sirene. Das sind erbarmungslos und gut ausgebildet. Die Elite der Elite. Dein einziger Vorteil ist... Was? Eine Sorge. Pandora ist der 13. wichtigste Planet in unserem interglobalen Netz. Wir geben vielleicht nicht viel Geld für euch aus, aber wenigstens seid ihr nicht auf Promethea. Hat sie bei euch fertig geredet? Nee. Bei mir war es gerade richtig bei mir war es richtig Comedy-like. Deine einzige Chance ist... Dann war's vorbei. Ja, wunderbar. Ah, verstehe. Dankeschön. Ja, da kam dann irgendwie diese Radio-Werbung, ne? Ja, bei mir auch, ja. Ne, das hat bei mir vorher schon aufgehört irgendwie. Warum ist das so buggy manchmal? Das ist, soll die Elite der Elite eigentlich sein. Die sind aber ziemlich schnell gefallen dafür. Ja, die waren irgendwie... Ich glaube... Ich glaube, 35 ist hier wirklich im ersten Spielverlauf das Maximallevel. Das ist aber nicht so. Nee, was bei Zombie Island nicht höher schon? Ja, das war aber auch in den späteren Gebieten. Ich schätze mal, die Gegner gehen nur bis Level 40. Ein gut Spielverlauf 2 wäre es aber viel zu hoch, glaube ich, oder? Oder ist es auch an unser Level angepasst? Keine Ahnung. Also wenn wir bleiben, dann rennen wir ja wieder nur durch. Ja gut, ich würde es mal so sagen, wir brauchen sowieso mehrere Aufnahmen dafür. Wenn es jetzt dann doch auf irgendeine Weise jetzt doch zu leicht bleibt und wir es merken, also wir machen es trotzdem so auch so eine Stunde oder so. Mhm. Aber wenn es dann einfach, wenn wir merken, dass es so leicht bleibt und wir einfach blind durchrennen, dann machen wir einfach bei der nächsten Aufnahme im zweiten Spieldurchlauf noch weiter. Ja, ich glaube, das müssen wir dann sogar nachspielen, oder? Im zweiten Spieldurchlauf. Ich hätte noch eine Idee. Ja, ich glaube, ja. Ich hätte noch eine Idee, wie wir es machen könnten. Also wir können uns ja theoretisch mit dem Editor die Skillpunkte geben, aber unser Level dadurch runterstufen. Also wir hätten ein niedriges Level, aber hätten auch unsere ganzen Sachen. Ja, also aber, nur die Waffen. Ist halt ich weiß nicht, Editor-Spielchen möchte ich jetzt eher weniger machen. Oder wir machen jetzt hier einfach mal einen Schnitt und spielen im zweiten Spielverlauf nochmal bis hierher. Können wir auch machen. Also ich wäre dafür. Ja, wäre ich eigentlich auch dafür, dass man sich einfach blind durchrennt. Falls die Gegner jetzt nicht im zweiten Spielverlauf auch noch irgendwie ein Mindestlevel haben. Das wäre dann wirklich ein bisschen blöd. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal. Okay. Bubbeldi-Buben. Bis dann. Bye-bye.